Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Island Riptide mit uns dreien hier, uns Hübschen im Boot. Und wir haben hier die Nicky Mausi alias Xiana oder wie die hieß, unterjocht. Und jetzt hat sich Gaming Pirate, hinter sich sie begeben. So, steige ich mal ins Boot hier ein. Ja, hallo. Hallo, kopfloser Mann. Und ich versuche den Weg noch zu finden, den wir nicht vorgespielt haben. Nein. Ah, oh, verdammt. Überhaupt nicht, wir kennen gar nichts. Jetzt seid ihr beide angegriffen. Wenn du aus dem Boot so ziehst, fällst, dann fahr ich weiter, gell? Und Rücksicht auf Verluste. Oh, ich bin gerade ein Level aufgestiegen. Wow. Das war echt komischerweise, als ich reingekommen bin. Ich lebe hier all my life and I've never seen the water this high before. Ich nicht. TF, was geht mit euch, ihr Cheater? Ah. Alter, die Zombies sind Cheater. Wir sind voll schnell im Wasser und die kommen angerannt, als wäre da kein Wasser. Pam! Oh, oh fuck. Ey, wieso kriege ich Schaden? Oh, oh. Das ist, sie ist aus dem Auto geflogen. Hilfe! Und ich habe hier noch jemand. Ah, oh, voll. Ich glaube, du solltest aussteigen. Ja. Ich bin schon drauf. Steig aus dem Boot. Oh, Alter. Ey, geh kaputt, oh, ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, ich bin schon kaputt. Von mir das zu ging dir. Schnell her. Nicht Pistole. Ja, so. Genau, ein Fleischklopfer. So, Drecksau. Komm mal her. Was sind denn die? Die waren doch mehr. So. Ha? Schwupp. Rennen? Rennen. Achso, wir sind ja im Wasser. Da kommt noch einer. Ah. So, da muss ich mich jetzt... so eine Zeitlupe. Okay. Da war auf einmal eine Zeitlupe. Anscheinend war das mein Kill. Zack. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt zu euch komme. Ich bin irgendwo gelandet. Hm. Wir könnten auch zum roten Fähnchen gehen. Sie könnte dann V drücken. Ja. Oh, da kommt einer angerannt. Oh ja, sie ist ziemlich weit weg. Ich weiß gar nicht warum, aber... Okay. Ich auch nicht. Was für ein Stab ist das? Hallo, Tschirka. Aha. Die, for Christ's sake! So. Nochmal nachtreten im Wasser. Ich bin eigentlich nur drauf gehüpft. Achso, okay. Sah bei mir ein bisschen anders aus. Achso. Ups. Alter, ich will immer E drücken. Willst du fahren? Ja, kann ich diesmal. Ich weiß mal nicht, wo wir hin müssen, aber ne, dann fahren wir mal. Weiter geradeaus. Okay. Ich bin nicht umsonst in die Richtung gefahren. Boah. Alles hier am Pissen, ne. Rechts rum. Achso, rechts rum. Ja, gut, Moment. Dann rechts rum. Ne, ne, war schon durch. War schon richtig. Sie ist auf dem Weg, sie ist schneller. Unfair. Ne, du kannst gern umdrehen. Okay. Nein, nein, ich bin tot. WTF. Hä? Was? Bei mir stehst du irgendwo in der Landschaft. Ich bin rein! Ich bin da rein. Alter, Zombie? Fahr. Lass mich zurück! Ey, ich. Ah, zack. Die Zombies sind aber heute besonders anhänglich, will ich meinen. Boah. Dieser Boden ist nicht mein Alter? Freund. Genauso wie dieser Zombie. Nein, du kriegst mich nicht. Boah, Alter. Alter, ich überlebe hier wie ein Weltmeister. Oh, ich bin tot gleich. Oh, ich nicht. Ich bin an Land und da sind zwei Explosen. Ja. Yes! Überlebt noch. Bin ich geil. Wie seid ihr? Ich bin gleich schon beim Fähnchen. Ich noch nicht. Ich bin gerade umgefallen. Ich bin gerade hinter dir. Du kannst, tschüss. Oh. So. Hallo. Du kannst dich auch zu mir beamen. Welche Taste also musst wir ich? Sind B. Ja, ich weiß, bei mir ist B. Ich wird eigentlich angezeigt. Ach, Moment. So. Jetzt hab ich. Hallo. Oh, so much for the road. Henderson. So close. And yet so far. Be-episch. Ja. Die Cutscene habe ich no noch nie gesehen. No point in going this way, Harla. The bloody road's gone. It's washed out. Was? Die ist weggespült? Ja. Yeah, not likely. Ein bisschen hoch, um weggespült zu werden, ne? Tsunami. I'll see what I can do. Genau. Gehe nach Hallei. Und singe Hallau.
Hello. Ja. Just like that. Ich komm gar nicht hin, ihr seid im Weg. Warum will ich eigentlich immer Nahkampfwaffen nachladen? Tja, Energie reinsetzen, würde ich sagen. Ja, ich tritt den, der gar nicht getreten werden muss, damit es so aussieht, hallo? Als würde ich was ist tun. Gar nicht tot? So. Ich bin auf den Kopf gesprungen, wieso ist der nicht tot? Dickkopf. Gewesen, zumindest. Stahlschädel. So. Zum Glück hat das Spiel keine Fehler, wir haben es schon mal gesagt. Ja, zum Glück. Sonst könnten wir das ja noch gerade so spielen. Der ist noch nicht tot, was? So, yeah, jetzt kann man in den Angriff gehen. Alter. Nach einem Kopfschuss nicht tot. Ja klar, das will ich sehen. Und rüber ab. Bumm. Ach so, oh. Ich habe das Füßchen gegen dich auch. Nochmal draufgetreten. Hoppala. So. Jetzt habe ich eine Waffe aufgenommen. Fleisch, ah ne, Fleisch. $27. Geht noch. $58. Hat hier jemand Seife? Stufe 3? Hier ist eine Kiste. Nein, ich hab Stufe 2, glaube ich. Wie war denn das Fähigkeitsmenü? JKL. OP. Na gut, wenn das keiner von euch macht, dann öffne ich das. Ich hab eine Stufe 1. So. Gewöhnlich, primitive Sichel. Tatsächlich. Okay. Ach so. Brauche ich nicht, scheiße. Moment. Ich habe meine Handsichel, die ist stärker. Genau. Glaube ich. Aha. Ja, meine Handsichel ist schon stärker. Ist meine Fäuste sind schwächer als die Sichel. Ach ja, ich habe ja diese Ultra-Ausdauer. Ich nicht. Wieso laufen wir eigentlich so querbeet? Das ist Dead Island. Hier nachher haben wir noch einen. Fallen wir durch die Welt. Nee, aber. Nein, aber vielleicht sind hier irgendwelche Secrets versteckt. Achso, ja, okay. Secret of Unterwelt. Vielleicht in Teil 1. Da gab es so diese schwarzen Schädel, die man finden konnte. Ja, ich weiß jetzt nicht, was es da noch so gab. Also hier hat man ja diese Reiseführer noch und diese Briefmarken. Postkarten meine ich. Du weißt doch, was ich meine mit den schwarzen Schädeln. Ja, ja. Es gab so schwarze Schädel und dazu einen Schädelhaufen. Wenn du den da reingemacht hast, hast du so einen Special Mod bekommen. Ah. Kannst ja mal bei Gronkh gucken, die haben es eins bekommen. Fuck. Puh, kein Ausdauer mehr. Ups. Hä? Watch it! Ach da. Ich höre irgendwas und sehe keinen. Ja, ich dachte, das seid ihr. Laut Karte müsst ihr gleich ein Auto kommen. Ja, stimmt. 50 Meter ja. Etwa. Hallo? Lebst du noch? Ich glaube so. Nicht. Ah, da vorne sehe ich schon. Ist hier was Interessantes? Oh, ganz viele Zombies. Ein Automagazin. Außer Zombies. Schmuddelhefte. Zum Glück war ich hier noch nicht. Ah. So. Hey, das ist Bier geklaut. Tja, kann man gut verkaufen. Kleuer. So. Bam. Zombies bei ihrer täglichen Futteraufnahme sollten nicht gestört werden, außer sie haben eine Axt dabei. Zum Glück schlagen sie drauf. Zum Glück springe ich nur zum dritten Mal. Was war das? Und da steht's auch. Ach ja. Wer fährt? Nicht. Och Manu. Ich komme hier auch übrigens. Doch, jetzt geht's. Muss dann. Der ist gerade irgendwie total nach hinten gesprungen. So, 200 Meter, okay. Ich bin für 200 Meter. Ja. Wir müssen auf die Brücke und dann wieder in die Wasserstadt. Oh, hinter uns ist ein explodierender jetzt nicht mehr. So. Deswegen solltest du nur laufen. Fahren. Das war ein bisschen falsch. Stay the jetzt nach down. Hinten rücksetzen, wäre ja. Cool. Bin gerade dabei. Ja. Und den Exploder mitnehmen oder vorbeifahren, wäre auch cool. Ich sehe den gar nicht. Du fährst den hast du gerade überkommen. Auf der nächsten Brücke anhalten. Ah, ich sehe nichts. Boah. Hilfe! Ich auch nicht. So. Vielleicht können wir ja diesmal drüber springen.
So. Wir müssen mehr raus. Ja. Haltestelle. Cool. So. Ich bin durch die Wand geglitscht, das ist ja geil. Dead Island. Fähigkeiten und Feature. Bang! Zum Glück war die Sequenz ja nicht lang. Jetzt drücke ich schon F zum Treten, wirklich. Die Steuerung. Die Steuerung. Das wird schon, das wird schon. Ich will nicht handeln, vor allem. ERT. Kriege ich das irgendwie hin? Ich muss mein Handy, ich muss mal gucken, weil ich weiß, dass es hier nicht lautlos ist. Scheiße. Boah, ein Schlag, der hat mich umgehauen. Wie geht denn sowas? Das ist ein Schläger. Oh, das habe ich. Und hinter da hinten kommt noch so einer hinter uns. Da. Wo auch immer der jetzt herkam. Das ist ein Schläger, ne? Nee, nicht den, den ich gerade trete. Hallo? Ah ja, das ist ein Schläger. Alter, geh weg! Bleib hängen! Zurück, treff ich den nicht. Genau, verzieh dich unter den Steg. So, rüber ab. Hä? Kommt der denn her? Oh, Ausdauer weg. Wow. Das wollte ich nicht nehmen. Ich dachte, das ist geil. Tor. Für Inventar. Inventar, Platz. Nee, bleib da. So, was sollen wir hier eigentlich machen? Wir sollten der Halo, glaube ich, das mit dem Boot berichten. Ach ja, die nette, nee, wir müssen jetzt selbstopfernde Halo. Ja, genau. Updates verfügbar, drücke U. Ach ja. Was nehme ich denn da mal? Weiß schon gar nicht mehr, was es hier alles so gab. Ausdauerkosten. Springen. Aha. Schießt du auf? Nö. Du? Nö. So, dann will ich das mal aus. Bist du? Kritische Schläge ermöglichen es, dir Gesundheit zu regenerieren. Eine Gesundheitsregeneration bei jedem kritischen Treffer. Zu dem wir noch nie gegangen sind. So. Verdrehter Verstand. Ja, wir sind alle verdreht und verzwirbelt. Wir müssen zu einem Gitter gehen, zu dem wir noch nie gegangen sind. Genau. Das hat Herbert Grönemeyer schon gesungen. Zeit, dass sich was dreht, ne? Why did you come back? Wer will mit dem reden? Ich rede freiwillig mit ihm. Hey Jackson, wie geht's? What are you doing here? Ja, ich will mit dir reden. So. I need a different way into Henderson, mate, because there is nothing left of that road. You give me an assist now and hopefully I can return the favor down the line. There's one butter who might be able to help you, but he's been gone for ages. We don't even know if he's still alive. Shame too, because he meant a lot to the people here. Saved a lot of souls. He's a missionary named Marcus Villa. He's not local, but he knows the island like the back of his hand. Anyway, when we ran out of food, he went to fetch some from a store not far from him. That whole area was overrun early on though. So like I said, he could be dead. Aha. Rettung des heiligen Mannes. Da, wo ich wollte. Hilf dem Missionar. Schwierigkeitsstufe 4, Totenköpfe, 4 Erfahrungspunkte und wir bekommen die Klauen. Mit denen können wir klauen. Vielleicht später, aber jetzt starten wir mal die Mission. Du hast einen Stock im Arsch, glaube ich. Hoffe ich doch. Nee. Schade. Der geht eher durch die Brust durch. Ich habe eine blutige Axt. Ich habe eine ganz blutige Axt. Da kannst du eine Blutvergiftung von kriegen. Dann bist du selbst so ein Zombie, ich verspreche. Ich habe ein blutiges Katana. Ey, der Typ, den wir suchen, der ist hier ganz in der Nähe. Der ist direkt nebenan eigentlich. Du kennst das doch schon von der Halo. Das wussten wir natürlich nicht. Das kennst du doch, müsstest du doch von der Halo wissen. Die schickt uns hier hin, wir sind angespült worden. Die gibt uns ein Messer und schickt uns von A nach B. Ja, aber guck mal, der sagt, ich weiß nicht, ob der lebt, aber der ist direkt nebenan. Tja. Der kommt halt nicht viel vor die Tür, der Junge. Jackson. Oh. Ich hab Aufstieg. Ich hab grad meine richtige Waffe gesucht. Ach so. Ich hab den Inventar verloren.
Ja. Ich wunderte mich schon, wie lange du noch auf ihn schlägst. Oh, guck mal die Arme. Die guck mal den Kopf, der nicht mehr da ist. Da hast du nichts übersehen. Ja, doch, die Beine. Achtung, von hinten. Ach so. Ja, ich habe einmal draufgeschlagen. Macht ja nichts. Der hat ja nichts mehr zu verlieren, der Zombie. Bleib liegen. Der hat schon seinen Kopf verloren. Bleib liegen, Kollege. So viel zum Thema, man soll den Kopf nicht hängen lassen, ne? Er ist gleich ganz abgefallen. Ja. What have we here? Ja, ich bin heute wieder so lustig. Ja, mit einem Klinge aus dem Mülleimer. Mhm. Die eine Folge ist cool. Von mir. Ich frag mich eigentlich, wie viel Zeit wir schon vorbei haben. Was? Batterie? Nehme ich mit. Oh, hier ist eine Frucht drin. Ich habe die Frucht des ewigen Lebens gefunden. Jetzt sterbe ich nicht mehr so schnell. Hallo? Oh, jemand zu Hause? Hallo. Nein, keiner da. Wasserleichenfleisch im Mülleimer habe ich gefunden. Schwacher Messingschlagring. Mittleres Medikit. So, das ist jetzt meins. Eine Tür, die öffnet sich. Und ich gucke durch. Mist. Welche Seltenheit hier am Steg. Was haben wir denn? Wie kommt man da nochmal hoch? über die Treppe. Moment, ich komm mal raus. Ach ja, da war's. Da, nee, glaube ich. Ich habe gerade ein Wort gefunden. So. Letztes Mal, wie kommt man da hoch? Ich öffne mal die große Tür, ne? Mal gucken. Bei mir bist du schon durchgegangen. Oh. Von mir da wird auch. Einer ganz lieb gehabt. Rettung des heiligen Mannes. Töte alle Monster. Und die Zombies natürlich. Moment, hat auch. Jemand Granaten? Ich natürlich nicht. Ich auch nicht. Rette Zombies? Was? Zombies retten? Bist du blöd? Vielleicht ist das so ein ganz böser Mensch da. Ach scheiße, jetzt bin ich hier unten drin. Ach da scheiße. Ich will hier raus. F drücken. Ich drück doch F in Weltmeister. Nö. Alter, ich will raus. Soll ich da runter? Ja, kannst du gerne kommen. Oh. Da ist so ein Piekser da. Da bin ich wohl drauf gegangen. Jesus Christ! Ey, da ist nichts. Ich kann ja gar nicht so schnell gucken hier. Boah, ich bin tot mit Raserei. Scheiße. Boxst du mich noch ein bisschen durch? Drin, ne? Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Schlitzer hier drin war. Könnte nicht wie du? Ah, oh, fuck. Wo ist denn da jetzt schon wieder hin? Her. Hat mich gerade jemand geheilt? Kann der mal herkommen, dass ich auch nicht springen kann? Nein. Okay. Warum bin ich nicht schwer tot? Das war gerade merkwürdig. Ich bin eigentlich tot gewesen und auf einmal stehe ich wieder, als hätte mich jemand geheilt. Boah, du Alter. Zum Glück hat das Spiel keine Fehler? Irgendwie nicht. Nein, gar nicht. Minimal. Putz, komm da. Oh, der ist ja tot. Hä? Wer sitzt denn hier oben rum? That's it! Der einbeinige Joe ohne Beine. Erst hatte eins, dann hat er keins. Hallo Markus, soll man schon mal mit dem reden oder? Ja, wir müssten eh alle in den Kreis. Ja. Ja, uns will er wahrscheinlich jetzt bekehren, der heilige Mann hier. Hallo Markus! Did the goat send you? Yes, of course they did. I knew they would deliver me. My disciples did not share my faith, which is why they are now carrion. Tried to warn them, but would they listen? No, they would not. I assume you're this Marcus bloke I was sent to find? Ah, si, si. Marcus Villa is my name. And to whom do I owe my eternal gratitude? I'm Captain John Morgan. I was told you know the way to Henderson. Henderson? Yes, of course I know the way. You just went and fought those things? What if they beat you? Weren't you afraid? Nope, I'm immune to the virus that caused all of this. Remarkable. Truly remarkable. Are you the only one who is immune? There are four more like me. We set up a base of operations in Paradise. Paradise? Yes, I know what that is. You are truly a blessing from the goats. Oh. I'm afraid I need to ask you for one more favor, however. Just one more.
My flock will survive this, for they are blessed people. Man can do nothing to us. Now then, there is a place where we keep our provisions, but it is overrun with the infected. Bring them to me, and I will tell you how to get to Henderson. Wo die Toten leben, bringe Markus die Werkzeuge. Wieder 4 Totenköpfe, 4 Sternchen. Du hast eine Machete im Arsch. Und ich habe eine Machete und auch einmal scheinbar. Und hier bekommen wir noch eine Schaufel. Super, besser kann's nicht werden. So. Agreed. Good. Bring me the good stuff. Ja? Go, get the things. Ich habe jetzt eine neue Spezialattacke freigeschaltet. Haha. Cool. Ich nicht. Schade. Aber ich habe dafür, ich krieg EXP für, was, wie heißt das? Brechende Knochen. Oh. Okay. My people are waiting for me. Make haste. Ja, ja, Markus, ist ja gut. Alter, der labert mich gerade zu. Wir sollen uns beeilen. Er will zu seinem Mann zurück. Aber kann sich selbst nicht bewegen und bleibt hier stehen, der alte Knabe. Also ein bisschen mehr Dankbarkeit hätte ich ja schon erwartet hier. Von der riesen Zombieherde geholt. Und dann, ja, beeil dich mal. Der ist ja auch nicht viel besser als die Halo. So, muss gesagt sein. Also ich so. Für mich. Ich muss es gesagt haben. Ja, genau. Da war mir jetzt, ne. So, aber der nächste Zombie bekommt das schon zu spüren. Oh, ich forsch mal ein bisschen hier rum. Guck mal gefühlt auf die Uhr. Ja, ich will gerade nämlich nebenbei so gefühlt auch physisch etwas einleuchten. Weil ich glaube, das sind schon weit über 20. Gefühlt zumindest. Ja, ich kann nämlich nicht genau sagen, wann wir angefangen haben. Da habe ich nämlich nicht auf die Uhr geguckt. Ha. Ich auch nicht, ich habe gerade... Ich mach mal ganz kurz einfach mal das Ton aus. Auch nebenbei ganz praktischerweise einen Timer an. Ja, ich auch. Und ich warte nur auf dich, der so regungslos vor der Werkbank steht. Ich war fasziniert. Ja. Ich habe gelesen, reparieren kann man mit der Bank. Upgraden kann man mit der Bank. Und dann war ich total aus dem Häuschen, als ich gelesen habe, modifizieren kann man noch hier an der Bank. Deswegen stand ich hier so, also so hier so vor. Und ich bin übrigens nebenbei, weil ich gerade so klug gewaffelt habe, auch noch ein Level aufgestiegen, wie ich gerade sehe. Aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann. Oder? Das musst du wissen. Dann sage ich jetzt mal, das machen wir in der nächsten Folge, ne? Mit dem, dass ich mich upgraden kann und mich verbessern und so. Mit Punkten aufgeben und so. Da steht noch ein Zombie. Achso, ist kein Zombie. Steht aber im Wasser wie einer. Ja. Come on, Daddy needs some new shit. So, nachdem mein Logan gesagt hat, dass er neue Scheiße braucht, würde ich auch mal sagen, gönnen wir ihm die Pause und machen hier erstmal eine Folgenpause. Für heute zumindest. Sind da die anderen Mitspieler mit einverstanden? Ja. Natürlich. Okay, dann sagen wir nicht nur natürlich, sondern bis zur morgigen Folge von Let's Play Together Dead Island Riptide. Und tschüssi. Tschüssi.